Dass Mallorca ein beliebtes Thema in deutschen Medien ist, dürfte allgemein bekannt sein. Dass es auf der Insel auch deutsche Medien gibt, welche die große deutschsprachige Gemeinde mit Informationen in ihrer Heimatsprache versorgen, das wissen in der Regel nur Inselkenner. Seit 8 Jahren gibt es zum Beispiel die Mallorca-Zeitung. Jede Woche bereiten die MZ-Redakteure sorgfältig auf, was auf der Insel und in Spanien passiert ist. Tausende von Urlaubern, die Jahr für Jahr auf die Insel kommen. Es sind insgesamt bis zu 4 Millionen Urlauber, die jedes Jahr auf den Balearen ihre Ferien verbringen. Und davon wollen wir natürlich auch immer gerne ein paar Lieder dazu gewinnen. Einmal in der Woche kommt die Redaktion unter Chefredakteur Ciro Krauthausen zusammen, um die Themen für die kommende Ausgabe festzulegen. Die Redakteure bringen ihre Ideen ein, es wird diskutiert, bewertet und aussortiert. Wir machen ein, wie ich hoffe und wie wir uns bemühen und wie es uns auch häufig gelingt, einen sehr pfiffigen, einfallsreichen Lokaljournalismus, indem wir die ganze Palette an Themen abdecken können, das als Wochenzeitung, wir haben auch dadurch auch eine etwas Distanz zur Tagesaktualität, müssen also nicht jeder Sau, die durchs Dorf getrieben wird, irgendwie hinterherrennen und können so eine Mischung rühren aus bunten Themen. Einmal Land und Leute, machen wir schöne Reportagen, machen wir längere Geschichten, um unseren Lesern auch die Reize und die schöne Seite Mallorcas zu zeigen. Gleichzeitig aber auch Nachrichten, Politik, Zeitgeschehen. Steht das Thema einmal fest, beginnt die Recherche. Das Telefon ist dabei unentbehrlich, denn alles will gut vorbereitet sein, bevor sich die Redakteure auf den Weg machen. Die Zeit ist knapp, jede Woche müssen 96 Seiten gefüllt werden. Sind alle Informationen im Kasten, geht es ans Schreiben und daran, die Seite zu gestalten. Dafür sind die Grafiker zuständig. Das Team um Oma Hernandez hat den Blick dafür, welche Mischung aus Foto und Text am besten wirkt. Ist die Seite einmal gelayoutet, geschrieben und von Korrekturleserin Birgit Schepstau und Chefredakteur Ciro Krauthausen abgenommen, dann geht es ans Belichten. Das heißt nichts anderes, als dass die Seite digital vom Computer auf die Druckplatte gespielt wird. Druckplatte ist vielleicht etwas irreführend, heutzutage handelt es sich dabei um dünne Metallplatten, auf denen die Schrift und die Bilder als hauchdünne Erhebung aufgetragen werden. Diese Platten werden dann in die Druckmaschine gespannt. Die Rotation von König und Bauer, auf der die Mallorca-Zeitung gedruckt wird, ist die größte auf Mallorca. Hier entsteht neben der MZ auch das Schwesterblatt Diario de Mallorca, die überregionale Zeitung El País und die Gratiszeitung Metro. 60.000 Exemplare mit einem Umfang bis zu 128 Seiten können hier in einer Stunde gedruckt werden. Die Redakteure der Mallorca-Zeitung arbeiten crossmedial. Am Morgen des Erscheinungstags stellt ein Kollege im ebenfalls deutschsprachigen Inselradio die wichtigsten Themen der aktuellen Ausgabe vor. Außer den Redakteuren gibt es noch Mitarbeiter, die sich meistens im Hintergrund halten, für eine funktionierende Zeitung aber unentbehrlich sind. Zum Beispiel Redaktionsassistentin Silvia Janke, die nicht nur die zahlreichen Informationen und Termine verwaltet, sondern auch Lesern weiterhilft. Viele Fragen leitet sie an das Lesertelefon zu Barbara Pohle. Deren Antworten werden dann in der Zeitung abgedruckt, übrigens eine der beliebtesten Rubriken im Blatt. Ebenso wichtig ist das Team der Kundenberaterinnen und Berater rund um Anzeigenleiterin Andrea Zado. In 8 Jahren hat sich die Mallorca-Zeitung zur führenden deutschen Wochenzeitung auf Mallorca entwickelt. Jede Woche wird sie von bis zu 20.000 Lesern auf der Insel und in Deutschland gelesen. Und man plant bereits für die Zukunft. Multimedia ist nicht nur die Zukunft, das ist die Gegenwart. Wir haben da noch einigen Nachholbedarf, aber wir sind dabei und wir bauen diese verschiedenen Angebote, sei es irgendwie Podcasts oder Videobeiträge oder auch eine schnellere oder eine stärkere Aktualisierung der Inhalte, das bauen wir derzeit massiv aus.